meiner Stunde der Not erschienen bist, verwende dies zukünftig im Kampf. Danke, dass du in diesen Zeiten zu mir gekommen bist. So, jetzt hast du deine erste Heilkarte bekommen. Wie du aussiehst, bin ich mir sicher, dass du meinen Elfenfeen helfen kannst. Bitte begib dich zum Einhornweg und besiege einige dieser Elfenfeen. Sammle den Staub, den sie hinterlassen. Damit werde ich dir mehr über den Grund ihrer Verderbnis erzählen können. Ich weiß, dies ist eine unangenehme Aufgabe, aber sie muss getan werden. Sei vorsichtig. Okay. Warte mal, Martin. Schön hier, gell? Also ich finde die Grafik hier sagenhaft gemacht. Kann die Frau auch eventuell ein wenig weniger theatralisch sein? Ach, das ist noch gar nichts. Geh nachher mal. Das ist die Königin der Elfenfeen. Dachte ich mir schon fast. So, und jetzt brauchen wir die Elfenfeen. Da sind sie schon. Aber ich glaube, wir müssen erstmal auf Martin warten, oder? Was? Nur nicht erst. Ich dachte, wir müssen noch auf Martin warten. So, jetzt haben wir das erste Mal 4 Gegner. Also ich nehme die erste vorne. Ich würde sagen, die zweite. Hier wird es immer die einem gegenübersteht, würde ich sagen. Ja, genau. Das heißt, die zweite ist mir, die Patrick. Patrick ist der Martin. Hier. Ja, und so weiter. Da ist jemand müde. Immer. Dort. Verpatzt. Dort. Feuer, Mietje Katze. Was? Oh, Foxy. Ich habe hier einige Bioabfälle. Der arme Teufel hat Hunger. Und Foxy meint, Futter, ich habe hier einige Bioabfälle. Na super. Alles, was mit Bio zu tun hat, kann ich schmecken, gell? Oh Gott. Ja. Ja, genau wie der Martin. Wenn ich ihn immer frage bei Minecraft, was soll ich denn kochen, ne? Fleisch. Deshalb frage ich schon gar nicht mehr. Dort. Ja. Yep. So, und wieder ab zu der Oriel.
Also mit meinem Main habe ich Level 29. Ich habe jetzt nur neu angefangen, weil wir zwei neue Mitspieler bekommen haben und da fangen wir von neu an. Lady Auriel ist sichtbar erschüttert. Sie wurden verwunschen von etwas Untotem. Das ist gar nicht gut, dass sich das Böse so frech hier breit machen kann. Es sind wirklich finstere Zeiten angebrochen. Ich habe gehört, dass jemand in der Straße Knochenkäfige aufgehängt hat. Ich befürchte, dass diese Knochenkäfige Elfenfeen zu fangen und zu verderben. Bitte, du musst die gefangenen Elfenfeen aus diesen schrecklichen Knochenkäfigen befreien, bevor sie schon Gefolge. Bitte beeil dich. Ja, Moment. Weil für meine Zuschauer lasse ich immer den Text unten und lasse das durchreden, ne? Dito. Und deshalb, ich meine, dauert das einen Moment. Die Zuschauer möchten ja auch mitkriegen, was es geht, ne? So, jetzt heißt es auf dem Bürgersteig entlang rennen und die Knochenkäfige öffnen. Einfach drunter laufen und mit X öffnen. Da ist eine. So, du musst jetzt einen Moment warten. Ich hab hier vorne schon den nächsten. Okay. Weil die spawnen ja wieder, ne? Mhm. Ich habe fertig. Und treffen uns wieder bei der Lady Auriel, ne? Ja. So, ich bin wieder unterwegs. Also die blauen Pöppel sind sehr selten. Aber die roten, die gibt's öfters. Aber die blauen, Ah ja, und beim Rummelplatz kann man auch mit dem Gold Mana kaufen. Überleben, ja, das zeige ich denen nachher. Nicht alles auf einmal, langsam. Du hörst eine winzige, fröhliche Stimme, die deinen Namen ruft. Verderbnis lässt sie schlimme Dinge tun. Nun gibt es wieder Hoffnung und die Elfenfeen kann die Bewohner von Wizard City wie zuvor mit Magie und Freude beglücken. Das ist dein Verdienst. So. June ist da, Patrick ist da. Wir danken dir. Wie nehme ich die Katze jetzt in meinen Spiel auf? Bereits von deinen Helden die ist schon drin. Okay. Wird sich an deine Taten da gehst du wieder aufs Buch. Erinnern. Und dann gehst du oben aufs Kartenspiel und dann kannst du gucken, was in deinem Kartenspiel ist. Hier, nimm Max diesen Heilzauber als Zeichen Max meiner Dankbarkeit. Denke daran, ihn deinem Kartenspiel hinzuzufügen, damit du darauf zurückgreifen kannst, wenn du ihn brauchst. Ah, da, okay. Wir müssen herausfinden, wer hinter dieser Verderbnis steckt.
Meine Elfenfeen haben etwas von einem Monster mit knackenden Knochen gemurmelt. Zeren Nachtsang kennt den Einhornweg sehr gut. Er wird wissen, ob in meiner Straße ein finsteres Skelett spukt. Okay, auf zu Zeren Nachtsang. So, okay. Also? Ja. Kommst du? Also oben, habt ihr das Anfängerkartenspiel? Ja. Ja. Da habt ihr jetzt zwei verschiedene Karten drin, ne? Oben. Einmal den Käfer und einmal die Elfe, jo. Genau. Und unten habt ihr dann zum Beispiel, ich habe zum Beispiel kleiner Groll. Das ich habe keine Bühne. Ne? Und was wenn, ist das? Wenn ihr oben guckt, es gibt ja von den ganzen Schulen verschiedene Karten, ja? Mhm. Und wenn ihr ganz hinten, ganz rechts außen auf das auf die gelben Karten, das sind eure Goldkarten. Die kannst du nur einmal verwenden. Das heißt, wenn du im Spiel bist, musst du eine Karte von deinem aktuellen Spiel rausschmeißen, dann leuchtet unten Goldkarten auf. Und dann drückst du auf Goldkarte und dann kommt eine, die musst du jetzt erstmal ins Spiel reinziehen, damit du die überhaupt benutzen kannst. Mhm. Ja? So, und jetzt geh ich wieder auf normale Karten. Okay. Soweit klar? Nee. Ja, ja. Okay, auf zur Serie Nachtsang. Warte. Ja. Ja, mach mal. Ja, du, Teufel, wir sind hier in einem, Harry Potter-mäßigen, Spiel. Da kommt der Patrick. Und wo ist Reika? Oh, die versucht den Weg mal selber finden. Okay. Dann brauchst du einfach nur über den Gehweg zu rennen. Aber wir sind die längste Zeit gelaufen. Wir kriegen gleich für einen Tag einen Zauberbesen. Dann können wir fliegen wie richtige Hexen. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich dir wieder zurückgebe, oder? Hi, Sharuk. Die Reika muss ich gehört eh schon kennen. So, Achtung. Hey, sie sagt immer, sie ist eine Hexe. Ich kann nichts dafür. Obwohl moderne Hexen fliegen ja mit dem Staubsauger normal. Ja, da so modern sind wir auch wieder nicht, ne? So modern sind wir auch wieder nicht. Oh! Jetzt haben wir einen Turm nachher. Lady Auriel hat dich hergeschickt, damit du die Verderbnis der Elfenfeen untersuchst? Ich erzähl dir gerne alles, was ich weiß. Als die Dunkelelfenfeen auftauchten, hatte ich Lady Blackhope in Verdacht. Es gibt nur einige Battle Towers, die man wirklich nur alleine machen kann. Zu verzaubern. Und dann haben die Elfenfeen von einem Gerippe. Es gibt Türme, die was man leider nicht aus Team natürlich, machen kann. Natürlich, das kann nur Klapperknochen sein. Ich bin hier aufgewachsen. Und kenne mich daher Klapperknochen, da ich weiß auch, nicht, ja, welcher dunkle Meister ihm dabei geholfen hat, aber Klapperknochen hat den Turm meiner alten Freundin Delia bezogen. Finde ihn im Turm und verhindere, dass er weitere Käfige baut. Aber bitte, wir warten auf der. Um die Elfenfeen zu retten. Wir warten auf die anderen. Ja, aber das ist, glaube ich, was jeder für sich alleine machen muss. Das weiß ich nicht. Deswegen warten wir lieber mal auf die anderen und dann schauen wir. Ja. Übrigens, ich habe noch was vergessen. Der Pfeil unten in der Mitte zeigt, wo ihr hin müsst. Mhm. Na? Das habt ihr ja sicher schon gemerkt. Jo. Ja, da muss jeder selber rein.
Nein! Einmal renne ich wieder über die Straße. Einmal. Haha.